we playing yesterday? Die Bewohner von Melbourne sollten in ihren Häusern bleiben. Und die vier betroffenen Länder nach einer Lösung im Streit um den Kohleausstieg. Wer ein Handy mit Internetzugang oder einfach nur einen Fernseher hat, der kann an dem Thema im Moment nicht dran vorbei, ob er will oder nicht. Doch es soll jetzt heute nicht einfach nur um den Klimawandel gehen, sondern welchen Einfluss das eigentlich auf unser Studienleben hat und was man auch als Student schon verändern kann, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und warum sich es am Ende vor allem auch für sich selber lohnt, ganz unabhängig von moralischen Gründen, sondern warum es am Ende dann tatsächlich auch ein bisschen den Geldbeutel schonen kann. Allgemein herrscht die Stimmung, dass wir als Deutschland ja sowieso schon sehr viel machen und eigentlich schon relativ nachhaltig leben. Das ist auch oft das Argument, was Freunde in der Diskussion auch bei mir anbringen, dass wir als Deutschland ja eh schon sehr viel machen und bevor irgendwelche anderen Großmächte nichts ändern, wir als Deutschland sowieso nichts ändern können. Dieses Argument hat aber leider einen kleinen Fehler. Wenn man sich die globalen CO2-Emissionen anschaut, dann macht Deutschland 2% aus. Das klingt jetzt erstmal nach ziemlich wenig, betrachtet man aber die Bevölkerungsstatistik, dann sieht man, dass Deutschland nur 1% ausmacht. Die folgenden Punkte sind für die, die sich mit Nachhaltigkeit schon auseinandergesetzt haben, wahrscheinlich schon ziemlich bekannt. Ich möchte sie aber der Vollständigkeit halber trotzdem sagen, denn das waren auch die Punkte, wo ich eigentlich angefangen habe und die auch echt super leicht zum Umsetzen sind. Und das erste wäre, auf Leitungswasser umzusteigen. Leitungswasser hat den riesen Vorteil, dass es nur einen Bruchteil kostet, für jeden verfügbar ist und dass es sehr viel stärker kontrolliert ist als abgepacktes Wasser. Das zweite Thema, auf Plastik verzichten. Ist im Moment überall in den Medien wiederzufinden, aber wenn man sich auch mal vorstellt, dass 2050 mehr Plastik als Fische in unseren Weltmeeren herumschwimmt, hat das Ganze auch wirklich eine Berechtigung. Der dritte Punkt, die gute alte To-Go-Becher-Diskussion. Aber hat auch immer noch eine Berechtigung, denn es kommen nach wie vor 320.000 To-Go-Becher stündlich in Deutschland in den Müll. Und noch eine Sache, die sich wirklich gut auf den studentischen Geldbeutel auswirkt, ist gebraucht kaufen oder auch leihen. Das ist jetzt natürlich total theoretisch und deswegen möchte ich euch jetzt gerne mal mit in meinen Alltag nehmen und euch zeigen, wie ich jetzt eigentlich mein Leben nachhaltiger gestalte und warum das Ganze eigentlich relativ selten was mit Verzicht zu tun hat. Ein guter Start in den Tag heißt für mich nach wie vor einfach die Tasse Kaffee, aber ich versuche ihn zumindest unverpackt zu kaufen und in Fairtrade-Qualität, sodass ich es zumindest einigermaßen mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Kaffee ist ready, jetzt geht's erstmal ab in die Uni, natürlich mit dem Fahrrad. So, pünktlich bin ich schon mal, jetzt geht's erstmal ab in die erste Vorlesung und zwar zum Professor Beckmann, der macht Nachhaltigkeitsmanagement und das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, besucht mal bei ihm die Vorlesungen, super interessant und ein super sympathischer Prof und man lernt auf jeden Fall was zum Thema Nachhaltigkeit, aber jetzt geht's erstmal noch kurz ab in die Cafeteria und noch was zum Essen holen. Vorlesungen sind geschafft für heute, jetzt geht's erstmal ab in die Mensa und als nachhaltiger Student muss man natürlich auch ab und zu mal schauen, was man so isst und ich kann euch hier auf jeden Fall auch richtig die vegetarischen und veganen Produkte empfehlen und alternativ gibt's im Trichter nämlich auch noch was in der Findelgasse. So, der Unitag ist jetzt geschafft und wie ihr seht, ist das alles halb so wild mit der Nachhaltigkeit auch im Uni-Alltag und jetzt geht's erstmal ab zum Einkaufen. Was als Student natürlich auch auf einen zukommt, im Normalfall zumindest, ist, dass man seine Wohnung auch mal putzen muss. Und da kann ich euch eigentlich nur mal einen Tipp geben, wenn ihr auf eine nachhaltige Alternative umsteigen wollt. Fragt mal bei eurer Oma nach. Denn eigentlich sind es auch bei mir vor allem alte Hausmittel, die ich jetzt benutze, daraus Putzmittel herstelle, auch unser Waschmittel mache ich mittlerweile selber. Und das Coolste an der Sache ist eigentlich, dass es jeden Monat wirklich bares Geld spart. Aber das wohl kostengünstigste Waschmittel ist folgendes. Getrocknete Kastanien.
Das ist eigentlich ganz cool, wenn man mal wieder rausgeht und das macht, was man als Kind gemacht hat. Kastanien sammeln. Das Ganze sieht am Ende nicht hundertprozentig appetitlich aus, aber es hilft, die Flecken gehen raus und für ein bisschen besseren Geruch nimmt man ganz einfach ein bisschen ätherische Öle, tut sie mit rein und schon riecht die Wäsche super. Jetzt mache ich mich erstmal ab nach Erlangen, denn heute treffe ich mich mit Paulus. Paulus ist bei der Studentenvertretung und der ist ziemlich engagiert, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, gerade bei uns an der Uni. Und der wird mir jetzt erstmal ein bisschen was erzählen, so was die Uni eigentlich so für Veranstaltungen geplant hat für die nächste Zeit. Und da bin ich jetzt echt schon gespannt. Wir sind jetzt in der Studierendenvertretung in Erlangen angekommen und das ist der Paulus und er wird euch jetzt gleich mal ein paar echt richtig coole Veranstaltungen zeigen, die die FAU sich überlegt hat, die gerade zum Thema Nachhaltigkeit echt einen coolen Beitrag leisten könnten. Genau, also ich bin der Paulus, ich bin Vertreter im Studentischen Konvent und auch damit verantwortlich fürs Referat Ökologie und Nachhaltigkeit aktuell. Und wir haben in nächster Zeit ein paar coole Veranstaltungen. Gleich diesen Samstag um 10 Uhr haben wir einen Vernetzungsbrunch oder ein Nachhaltigkeitsbrunch, wo jeder eben mit Ideen kommen kann für die Universität, aber auch für sein privates Leben, wo wir uns austauschen können. Und direkt im Anschluss ab 13 Uhr gibt es einen Flohmarkt von Studierenden für Studierende. Standgebühr ist kostenlos. Freut mich, wenn ihr da teilnehmen würdet. Und am 30.01. haben wir zusammen mit dem Gründerzentrum der FAU zusammen ein Event, wo sich Startups vorstellen und eben auch viele nachhaltige Startups sich vorstellen, die eben Expertise brauchen, die vielleicht Leute zur Mitarbeit suchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Leute in der nachhaltigen Branche arbeiten, damit wir den notwendigen ökologischen Wandel schaffen. Das klingt ziemlich sinnvoll. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall zahlreich erscheint bei den Veranstaltungen. Wir schreiben auf jeden Fall in die Beschreibung noch die Links dazu, dass ihr euch nochmal informieren könnt. Und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass sich so viele Studierende für das Thema einsetzen und auch die FAU mitzieht. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und bis in 4 Wochen zum nächsten Video.